Advent, Advent, ein Bulle brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei. So heißt es in einem Lied der Punkrockband Harlekins. Bassistin war in den 90ern Sachsens heutige grüne Justizministerin Katja Mayer. Nach Kritik an dem gewaltverherrlichenden Liedtext ihrer Ex-Band hat sich die 40-Jährige gerechtfertigt. Der deutschen Presseagentur sagte sie: Ich habe immer gesagt, nicht alle Texte, zu denen ich mit 16 Jahren Bass gespielt habe, teile ich über 20 Jahre später inhaltlich, so Mayer. Sie verurteile jede Form von Gewalt, der mit den Mitteln des Rechtsstaats begegnet werden müsse. Die AfD hatte Mayer mit Blick auf den Angriff mutmaßlich linksextremistischer Täter auf einen Polizisten in Leipzig während der Silvesternacht für ihre Punkrock-Vergangenheit kritisiert und der Ministerin vorgeworfen, früher Gewalt befürwortet zu haben.